Indianermärchen. Einleitung. Zu Zeiten unserer Urväter, da im Lande der Indianer noch tiefer Frieden herrschte und am fernen Horizont des großen Wassers noch nicht die Schiffe der Bleichgesichter aufgetaucht waren, lud einst der große Geist die Häuptlinge aller mächtigen Stämme ans Lagerfeuer. Darauf befahl er den Tieren, auf einer Wiese, wo die Berge mit der Prärie und die schneebedeckten Wälder mit der glühenden Wüste zusammenstießen, einen Lagerring zu errichten und Holz herbeizuschaffen. Bär und Büffel schleppten die längsten und stärksten Stämme heran. Das Karibu zerkleinerte sie mit seinem scharfkantigen Geweih und der Vielfraß schichtete einen Scheiterhaufen auf. Auch das Eichhörnchen half mit. Es suchte den ganzen Wald ab und sammelte alle dürren Zweige, die es finden konnte. Und erst das Kaninchen, das hättet ihr sehen sollen, wie es in die Prärie rannte, um trockenes Gras zu holen. Es war wirklich zum Lachen. Die Halme standen ihm nach allen Seiten zum Maul heraus, so dass man es für einen Talak oder einen Fischotter hätte halten können. Oder sie hingen ihm langsträhnig und melancholisch herunter wie dem stets mürrischen Steinbock. Sich selbst hatte der große Geist die wichtige Arbeit vorbehalten. Er ließ sich in seinem über den Wolken schwebenden Wigwam nieder und besah sich die vielen Steine und Erdballen, die aus allen Ecken und Enden des Indianerlandes herbeigeschleppt worden waren. Manches Stück warf er beiseite, manches ließ er, wo es war. Dann holte er tief Atem und pustete. Stein und Erde zerfielen zu feinem Pulver. Dann tauchte der große Geist seine Finger ein paar Mal in die Flüsse und Seen und formte ununterbrochen, Beschwörungsformeln murmelnd, eine Friedenspfeife, das Kalumet. Als zu vollem Monde, da das Feuer auflodern sollte, nur noch eine winzige Sichel fehlte, beendete der große Geist seine Arbeit und stieg zur Erde hinab. Da kam der tapfere Häuptling der Dakota des Weges, erkannte den großen Geist und hielt sein Ross an. »Fürchte dich nicht, Häuptling des tüchtigen Stammes, und tritt näher«, sprach der große Geist zu ihm. »Ich bringe euch ein Geschenk, das, wenn ihr im Kreis am Lagerfeuer sitzt, die Runde machen soll.« »Sieh es dir an, ein Zauberkalumet. Es behält alles, was ihr heute sprechen werdet, Wort für Wort im Gedächtnis, und wenn es jemand, und sei es auch erst nach vielen, vielen Jahren, darum bitten sollte, so wird es ihm alles erzählen. Deshalb ist es mein Wille, dass ihr alles, was ihr von der Welt, von den Tieren und Menschen und deren Taten wisst, im Munde führt. So, und nun nimm die Wunderpfeife an dich.« Kaum lag die Pfeife in der Hand des Häuptlings, war der große Geist verschwunden. Die Sonne ging schlafen und schickte ihren Bruder den Mond zum Himmel. Nachdem der Mond sein schimmerndes Gewand über die Gegend gebreitet hatte, loderte auf der Wiese, wo sich die Berge mit der Prärie und die schneebedeckten Wälder mit der glühenden Wüste treffen, laut prasselnd das Feuer auf. Und in seinem Schein leuchteten die stolzen und klugen Gesichter wie lauteres Gold. Es mag wohl damals das größte Lagerfeuer im Indianerland gewesen sein. Die Flammen reichten weit über die Wipfel der Bäume, so dass es schien, als strebten sie zu den Sternen hinauf. Ringsum aber saßen in weitem Kreis die Häuptlinge aller Indianerstämme. In warme Pelze gehüllt die Männer aus dem ewigen Schnee der Urwälder, sonnengebräunt die Krieger aus dem Süden und mit wunderschönen Federdiademen geschmückt die Jäger aus der Prärie. Und während der Mond in samtweichen Mokassins über die nächtlichen Himmel zog, wanderte die Pfeife von Mund zu Mund, und ihr Gedächtnis nahm willig die alten Mythen und Märchen auf, die sie aus den Mündern der Indianer zu hören bekam. Ein neuer Tag erblickte das Licht der Welt. Das Feuer war am Erlöschen, und die Häuptlinge ritten wieder heimwärts, ein jeder zu seinem Stamm. Nur die Zauberpfeife war zurückgeblieben. Seit jenen Tagen waren auf den Flüssen des Nordens schon oft und oft neue Eisschollen geschwommen und die Prärien zu neuem Leben erblüht. Viele Kriege hatten das Land heimgesucht und schließlich waren die Indianer von den Bleichgesichtern aus ihren uralten Jagdgründen vertrieben worden. Auch die Zauberpfeife war schon lange, lange in Vergessenheit geraten. Verschmutzt und beschädigt lag sie im Straßenstaub und niemand würdigte sie auch nur eines einzigen Blickes. Aber eines Tages spielte ein Knabe in der Nähe, der an dem seltsamen Gegenstand einen solchen Gefallen fand, dass er ihn aufhob und mit nach Hause nahm. Er konnte die Augen nicht von ihm wenden
und putzte so lange daran herum, bis die Pfeife wieder neu aussah. Es wurde Abend. Der Vater des Knaben zündete im Ofen Pechholz an, und bald war das Zimmer voll von Harzduft und seltsamen Märchenschatten. Die Pfeife lag auf dem Tisch, und der Knabe betrachtete sie voller Neugierde, denn er mochte wohl ahnen, dass es damit etwas Besonderes auf sich hatte. Und wahrhaftig, plötzlich entstieg der Pfeife, als wäre sie aus langem, langem Schlaf erwacht, ein dünnes, kaum sichtbares Rauchwölkchen, und sie hob leise zu erzählen an.